Liebe Buben, geschätzte Freus, Hallöchen, Pupüchen. Ja, ihr hört richtig, ich bin's wieder, die verführerisch charmante Stimme. Mein Name ist Droid und ich bin der kleine Bruder von Trixie, dem Roboter. Heute werde ich euch mit folgendem Thema betören. Die Meerschweinchen sind eine Familie aus der Ordnung der Nagetiere. Sie setzen sich aus drei äußerlich stark unterschiedlichen Unterfamilien zusammen. Meerschweinchen sind in weiten Teilen Südamerikas verbreitet, wo sie unterschiedlichste Habitate besiedeln. Von flachen Grasländern bis in Gebirgsregionen von über 4000 Metern Höhe. Im dichten Regenwald fehlen sie allerdings. Meerschweinchen sind in der Regel tagaktiv und halten trotz widriger klimatischer Verhältnisse in den höheren Regionen ihres Verbreitungsgebietes keinen Winterschlaf. Selbstgegrabene oder von anderen Tieren übernommene Baue dienen ihnen als Unterschlupf. Es sind in der Regel soziale Tiere, die in Paaren oder Gruppen mit einem Männchen, einigen Weibchen und den Jungtieren zusammenleben. Einige Arten haben komplexe Sozialstrukturen entwickelt. Meerschweinchen sind Pflanzenfresser, die je nach Art und Lebensraum unterschiedlichste Pflanzenteile zu sich nehmen, zum Beispiel Früchte, Gräser oder Samen. Da sie zu den wenigen Wirbeltieren gehören, die das wichtige Vitamin C nicht selbst produzieren können, müssen sie es mit der Nahrung aufnehmen. Die Tragzeit beträgt je nach Gattung 50 bis 150 Tage. Die Jungtiere werden gut entwickelt mit Fell, Zähnen und offenen Augen geboren und gehören zu den Nestflüchtern. Der deutsche Name der Tiere entstammt vermutlich, weil spanische Seefahrer die Tiere übers Meer nach Europa brachten und die Quiekgeräusche der Meerschweinchen an die der Hausschweine erinnern. Auch der gedrungene Körperbau und die Rückbildung des Schwanzes stellen eine gewisse Ähnlichkeit mit Schweinen her. Wusstest du, dass in Südamerika, speziell in Kolumbien und auch in Ecuador, die Meerschweinchen sogar gegessen werden? Sie schmecken angeblich wie Hasen und die Gattung an Meerschweinchen, die für die Schlachtung bestimmt ist, nennt sich Cuy. Bitte seid lieb zu mir in den Kommentaren und schreibt dort nichts Böses rein, denn ich werde es ohnehin rauslöschen. Komplimente sind hingegen gerne willkommen. Ach ja, und vergiss auf gar keinen Fall meinen Kanal zu abonnieren, das Video auf jeden Fall zu liken und es auf WhatsApp und Facebook mit euren Spaß zu teilen. So, jetzt will ich mich nicht länger aufhalten. Auf Video sehen, bis bald, Rian, und ciao, kau, kau. Ich verabscheue mich. Tschüss.